und Frustration sind oft Gefühle, die wir unterdrücken. Doch in ihnen liegt eine große Weisheit. Heute zeige ich dir, wie du diese starken Emotionen als Wegweiser nutzen kannst, um ein erfüllteres und authentischeres Leben zu führen. Ich denke ja, dass alle Gefühle einfach nur zu unserem besten und höchsten Wohle sind. Doch bei besonders starken Gefühlen wie eben Frustration und Wut kann es manchmal sehr unangenehm sein, diese vollumfänglich zu spüren. Ich meine, was es unangenehm macht, diese Gefühle zu spüren, ist, wenn wir sie schon lange unterdrückt haben. Dann ist da natürlich eine geballte Ladung, die in uns schlummert. Vielleicht hast du als Kind gelernt, dass Wut etwas Gefährliches ist. Oder Erwachsene gemein sind, wenn sie frustriert sind. Oder dass alle genervt sind, wenn du frustriert bist. Lausche einmal in dich hinein. Was verbindest du mit deinem Frust? Was verbindest du mit deiner Wut? Stell dir für einen Moment deine Frustration als eine Person vor dir vor. Was würde dir deine Frustration mitteilen? Wie sieht sie aus? Wie geht es ihr? Und wie kannst du besser auf sie hören? Und nun stelle dir deine Wut als Person vor. Wie sieht sie aus und wie geht es ihr? Und was möchte sie dir mitteilen? Bestimmt hast du jetzt schon bemerkt, dass es in der Beziehung zu deiner Wut und Frustration noch viel Raum für ein besseres Verhältnis gibt. Deine Wut und auch deine Frustration zeigen dir auf, wenn etwas für dich nicht funktioniert. Sie zeigen dir, wenn deine Grenzen überschritten wurden oder du deine Grenze selbst überschreitest oder zulässt, dass andere sie überschreiten. Sie zeigen dir auch, wenn du Annahmen und Gedanken über die Realität hast, die nicht im Einklang sind mit dem, was du von Herzen willst. Wir meinen oft, dass wir frustriert wegen anderen oder wütend auf andere sind. Doch oft haben wir die allermeiste Wut uns selbst gegenüber. Wir kreieren Frustration und Wut auf uns selbst, wenn wir uns selbst betrügen, also wenn wir nicht für uns einstehen können oder uns verraten oder unsere Versprechen uns selbst gegenüber nicht einhalten und so weiter. Und aus diesen Gründen sind Wut und Frust wunderbare Indikatoren. Sie zeigen dir, wo du gegensätzlich handelst zu dem, was deinem besten und höchsten Wohle entspricht. Oder auch, wo du eben einerseits etwas möchtest, aber andererseits meinst, dass du das gar nicht haben kannst. Oder etwas, was geschieht,
nicht deinen wahren Werten entspricht. Viele Menschen wissen nicht oder haben Angst davor, mit starker Wut und Frustration umzugehen und unterdrücken oder ignorieren sie dann einfach. Und viele haben auch unbewusste Angst, dass wenn sie ihrer Wut freien Lauf lassen, sie dann alles zerstören würden. Und deshalb empfehle ich dir, richte dir einen heiligen Raum für deine Wut und deine Frustration ein und natürlich auch allen anderen Gefühlen, denen du sonst keinen Raum gibst. Nimm dir am besten eine Stunde Zeit dafür. Sorge dafür, dass du ausreichend Platz hast, um dich zu bewegen. Vielleicht möchtest du passende Musik dazu anmachen. Und dann beginne, indem du ganz bewusst deine Wut rufst, sie in deinem Körper lokalisierst und dann beginne dich zu bewegen und drücke dich aus, wie auch immer du es fühlst. Und habe keine Angst davor, wild und verrückt dabei auszusehen. Töne, so laut du kannst. Gib dem Raum. Ja, lass mal dein zivilisiertes Sein beiseite und lasse deine innere wilde Frau und deinen inneren wilden Mann raus. Du weißt ganz genau, wie du Wut und Frustration fühlen und verarbeiten kannst. Du bist ein Mensch mit genau diesen Gefühlen, weil du schon seit Menschgedenken weißt, wie du damit umgehen kannst. Ungefühlte Wut und Frustration blockieren dein Sakralchakra. Es ist dein Chakra der Gefühle, der Sexualität, und es wird blockiert, wenn bestimmte Gefühle nicht verarbeitet werden. Wenn du mit gewissen Gefühlen besonders zu kämpfen hast, dann errichte ihnen vielleicht einen Altar. Lade sie ein und lerne sie kennen. Ich weiß, dass es manchmal sehr frustrierend sein kann, so ein menschlicher Mensch mit all diesen Gefühlen zu sein. Und ich kann dir garantieren, dass du während deines gesamten Lebens ein fühlender Mensch bleiben wirst. Und je früher du lernst, alle deine menschlichen Gefühle zu navigieren, desto besser. Das ist nun mal Teil des Menschseins. Und mit ein bisschen Übung bin ich mir sicher, dass du lernen kannst, alle deine Gefühle wertzuschätzen. Und du musst auch nicht wissen, warum du gerade fühlst, wie du fühlst. Erkenne einfach an, dass du fühlst, was du fühlst, und gebe dem Ausdruck. Und zu guter Letzt, Gefühle sind nicht persönlich. Viele meinen, sie dürfen nicht wütend sein, weil sie damit dann ausdrücken, dass sie die andere Person nicht lieb haben oder ablehnen. Wut macht niemanden böse, und je mehr du lernst, deine Wut anzunehmen, desto besser kannst du sie als Katalysator für Veränderungen verwenden. Wir selbst haben Verantwortung für unsere Gefühle und andere für ihre Gefühle, selbst wenn sie durch Interaktion ausgelöst werden. Lerne dich sicher zu fühlen damit, dass du Wut oder Frustration fühlst, und lerne auch, dich sicher zu fühlen, wenn andere Wut und Frustration fühlen. Am besten schlägst du den heiligen Gefühlsraum allen vor, die ebenfalls nicht wissen, wie sie mit ihren starken Gefühlen umgehen sollen. Und ich möchte dir noch meinen Online-Kurs, das Tor zur Seele, empfehlen. Dieser Kurs ist vollgepackt mit geführten Meditationen, mit Inspirationen, mit Ritualen und vielem, vielem mehr.
Alle Infos findest du auf chakratunes.com. Und für heute Nacht empfehle ich dir die Einschlafmeditation zur energetischen Heilung im Schlaf. Vielen Dank für deine Zeit. Bis morgen.